Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir wieder jemanden, der räumt einfach alles ab, einfach alles auf. Er sagt, was er denkt. Natürlich, das ist Anarchie. Das darf nicht sein. Und natürlich, es wird uns vielleicht auch wieder wegzensiert. Das kann ja alles so sein. Natürlich, weil das so ist. Wir probieren es einmal. Natürlich, die Dümmsten aller Dummen, ja, wie auch immer. Ja, ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn. Das ist nun einmal so. Das haben wir gelernt. Und weil das so ist, sagen wir natürlich, Ton ab. Na bitte, also, Ton ab jetzt hier. Ja, Sie sind ein Mensch, ja. Der kann einen aber auch zwischendurch mal irgendwie enttäuschen, ja. Das muss ich auch mal sagen, ja. Das weiß ich. Ja, wie meinen Sie das mit dem, was Sie da wissen? Das ist mir doch wirklich ein bisschen schleierhaft, ja. Wollen Sie mehr wissen oder noch mehr wissen oder täuschen Sie da, was Sie täuschen? Nein, ich täusche überhaupt nichts. Ich sag Ihnen das. Ah, es gibt Gesellschaftsordnung. Die sind natürlich immer herrschende Klassen als solches, natürlich. Und sie haben immer ihre Schafe. Wie meinen Sie das mit den Schafe? Ah, das sind ihre Volkschaften als solches, die dazu geneigt sind, wir machen uns das goldene Kalb, das machen wir uns hoch. Ja, wie in einer Religion, natürlich, natürlich, natürlich. Also Sie spielen da mal, so haben Sie jetzt einen Kulturkampf da, so vom Norden Richtung Süden, oder was ist mit Ihnen da los? Ja, das habe ich. Ich sage Ihnen, ich feg Sie alle weg. Natürlich, natürlich nicht wie der Führer. Alle Parteien aus Deutschland raus, das ist doch alles Unsinn. Natürlich, nein, lassen wir Sie doch alle machen, was Sie wollen da, diese kleinen Spinner da alle, was Sie da erzählen. Ja, so können Sie doch mit den Leuten nicht umgehen. Nein, ich weiß, dass sie alle immer wieder die Hand beißen, die sie füttert. Das ist nur immer so. Das ist in jeder Gesellschaft so. Das können Sie doch nicht sagen. Die sind doch da edle, hochwohlgeborene des Südens, die da immer wieder das da so. Und wir sind die guten, gesalbten solcher, die sich Christen nennen. Ja, das ist so. Natürlich haben die gar keine Herrschaftsansprüche. Bestimmt nicht. Das ist aber völlig perfide. Das kann ich Ihnen mal sagen. Wie kommen Sie denn darauf? Von wegen perfide? Ja, das ist so. Ich sag Ihnen das. Ich lese Ihnen hier einfach mal eine Schlagzeile vom 18.09.2000 vom Spiegel. Der Spiegel und seine perfiden Ideen, diese Volltheoretiker, allen Wissens, allen zu sagen, ja, wir haben Information. Ja, meinen Sie denn, der Spiegel ist ein schlechtes Blatt als solches? Nein, das wollte ich nicht gesagt haben. Es ist informativ, allerdings ist es auch manipulativ. Ja, wie können Sie sagen, manipulativ? Na, Sie kennen sich doch in den letzten Lügen des Spiegels aus. Das wissen wir doch. Ja, meinen Sie denn, der Spiegel hat noch andere Lügen? Ja, er hat älteste Lügen als solches, dass ich sage, na, vielleicht war das keine Lüge, vielleicht war das sogar eine Wahrheit. Wie meinen Sie denn das, dass es eine Wahrheit ist, was da auch mal in früheren Zeiten erzählt wurde? Ich sag Ihnen das, dieser Helmut Kohl war ein Kommunist. Das war ein Kommunist erster Güte als solches, der das wollte, was schon immer der Kommunismus will und immer wieder will. Ja, was will denn Ihrer Ansicht nach der Kommunismus? Er will die Menschen enteignen, er will den Besitz für sich alleine. Natürlich, er ist dann der Oberkapitalist jenen Besitzes als Staatskapitalist. Natürlich, oberster Staatskapitalist über alles, was enteignet ist. Ein Unrecht nach Eigentum ist Diebstahl und all diese ganzen Dinge. Das können Sie doch nicht sagen, das können Sie den Helmut Kohl nicht vorwerfen. Ja, dann lese ich Ihnen das mal vor. Der Spiegel berichtet hier. 18.09.2000. Ich weiß, dass Helmut Kohl öffentliche Ratschläge insbesondere und so. Und was ist das für ein Ratschlag? Er sagte da, und das ist ein Zitat, er warnt vor Besitzstandswahrung und sagt unter starkem Beifall. Haben Sie das gehört? Da bekommt der Mensch Beifall, weil sich einer seinen Besitz da irgendwo sich da innehalten will. Da sind klatschender Beifall unterwegs gewesen, der da etwas gegen Besitz gehabt hat, vor allem gegen die Wahrung des Besitzes. Ja, wenn Sie sagen, der Helmut Kohl wollte da vielleicht noch die Leute enteignen? Na, wenn der da warnt, dass da mal einem was gehört hätte, das soll man sich nicht wahren. Ich werde meinen Besitz wahren, wenn ich einen habe. Ja, da haben Sie vielleicht nicht ganz so Unrecht. Der Kohl hat sich schon mancherlei verirrt.
Ja, er hat sich auch in die Richtung der Kommunisten verirrt. Und als die Leute in Berlin gewusst haben, die erzählen von allen Seiten immer den gleichen Kram. Allein deswegen ist auch die Mauer irgendwann mal gefallen. Weil sie wussten, sie kriegen von jeder Seite nur noch Unsinn erzählt. Unsinn, Unsinn und nochmal Unsinn. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Sie sind wirklich ein starker Berliner. Sie lassen sich überhaupt nicht in das Licht führen. Nein, das mache ich auch nicht. Vor allem, ich bin nicht ein Besitzstandswahrer meiner selbst gegen den Kommunismus. Ja, dann sagen Sie also, die CDU ist eine kommunistische Bande. Ja, das haben Sie doch letztens da. Da werden, reden sich doch schon andere untereinander als Sozialistinnen und Sozialisten. War doch eine Ansprache von diesem Krampf. Ja, Krampf, der da die Karre, ja, jetzt neu wieder aufbaut. Diese Krampfkarren. Zirkus, Sache da. Haben Sie das nicht gehört? Ja, das habe ich gehört, ist immer dasselbe mit diesen Hirnis da. Ja, die sind ja nun doch ein kleiner Knappe ihrer selbst und so. Ja, ich bin ein Pausenclown, natürlich. Ich bin der Narr, der Hofnarr ihrer Politik, natürlich. Das sage ich. Ja, ich muss mir das nicht vorwerfen lassen. Ich nicht, dass ich mein Besitz wahre. Und wenn es nur ein Briefmarkenalbum ist, das muss ich mir nicht vorwerfen lassen. Nein, und wenn es nur ein Teebeutel, ja, der mir da, irgendwo der Spender meines Aromas ist, nein, das muss ich mir nicht vorwerfen lassen. Was haben Sie jetzt gesagt? Sie lassen sich nichts vorwerfen als Besitzstandswahrer. Das verstehe ich auch. Das ist natürlich sehr gut. Dann machen Sie das weiter so. Wir mögen den Kommunismus auch nicht. Das war's dann mal. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben das gehört. Ja, Besitzstandswahrung. Natürlich die Besitzstandswahrung. Das ist natürlich eine tolle Sache. Natürlich. Und Sie reden uns da natürlich was daher. Ja, glauben wir einfach alles? Glauben wir überhaupt nichts mehr? Schießen wir von Berlin alles in den Wind? Macht euch alle vom Acker? Wir haben es euch gesagt. Natürlich. Glauben Sie einfach immer alles. Das war's dann mal. Ja, ihr, meine sehr verehrten Damen und Herren, mache sich doch jeder seine Gottesbilder, wie er will. Hallo, hallo, ihr Sprachfunk.